Die Grevensteiner Genussreise führt uns nach Westfalen, wo wir die Hersteller traditioneller Produkte besuchen. Heute sind wir in Längerich und machen auf dem Gut Erpenbeck Halt. Ohne unsere Heimat sind wir nicht das, was wir heute sind. Durch die Heimat ist eben der Schinken entstanden, dass wir das Produkt an sich produziert haben. Das lag auch eigentlich an der Region. Dann später entwickelte sich das zu einem Betriebszweig. Der Schinken ist jetzt einer der Mittelpunkte im Betrieb, sag ich mal. Meine Großmutter hat ja mit der Schinkenproduktion angefangen und da hatten wir die Sauen bei uns selbst vor Ort. Mittlerweile ist es allerdings so, dass wir den Bereich ausgelagert haben und haben da super Partner, die aus der Region wirklich kommen und von denen wir das in den Hinterschinken quasi beziehen. Das ist eine sowas von positive Verpflichtung, der wir da nachgehen. Aufgrund unserer Leidenschaft zur Historie ist eine Erfüllung, müsste man eher sagen. Viele Arten und Sorten von Schinken. Dieser westfälische Knochenschinken hier ist gemacht worden mit Oberschale. Der ist mit dem Röhrenknochen produziert worden, daher der nussige Geschmack und hoffen schon, dass Schinken nicht gleich Schinken ist. Er ist mindestens 6 Monate gereift. Das ist so das eigentlich Qualitätsmerkmal an dem westfälischen Knochenschinken und wir verkaufen den Knochenschinken überwiegend an unsere lieben Gäste hier auf dem Hof und natürlich auch an andere Hofläden. Da legen wir großen Wert drauf, dass wir so einen direkten Austausch vom Landwirt zum Landwirt haben. Es gibt nicht ohne Grund das Sprichwort mit Herz und Hand. Es gibt ganz viele Einflüsse und was wir versuchen ist, die Tradition zu bewahren, das Handwerk zu bewahren, aber mit der Zeit zu gehen und ein super qualitativ hochwertiges Produkt zu schaffen. Die Erfahrung, der Erfahrungsschatz, der landet in unseren Produkten. Der ist jetzt fertig. Geht jetzt im Grunde genommen in den Reifeprozess. Wir salzen ja 6 Monate ein und danach reift er in der Reifekammer 9 Monate weiter. Und zum Schluss geht es in den Buchenrauch. Und ich würde sagen, das ist so der Prozess. Den schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt holen wir den Knochenschinken aus dem Rauch. Der ist jetzt im Buchenrauch. Wir haben 2 Varianten, luftgetrocknet und Buchenrauch geräuchert. Und wir schauen jetzt mal, wie weit der Buchenrauch geräucherte so ist. Sieht auf jeden Fall super aus. Wichtig ist, der Schlossknochen nach dem Salzen, hier ist es schön trocken. Vom Gesamtformat hat er jetzt so circa 50% Gewichtsverlust und sieht aber auch vom Rauch her sehr schön aus. Wir lassen ihn jetzt noch einen halben Tag und dann ist er soweit. Ja, man fragt sich vielleicht, was hier so an der Decke hängt. Das ist der westfälische Schinkenhimmel. Früher gab es keine Kühlschränke, wir mussten den Schinken reifen lassen. Und da wurde sorgsam jeder Schinken in einen Jutebeutel gehangen und damit ist der Schinken in die Reife gegangen. Abendbrot verbindet. Wir setzen uns zusammen hin und dann haben wir so den Tagrevue passieren lassen. Sich wohlfühlen, mit Freunden, ein ordentliches, gutes Bier trinken, Aroma hat, Geschmack hat, ein schönes Stück Schinken dazu, das ist Genuss. Zum Grevensteiner passt der Schinken definitiv ganz wunderbar. Ja, Prost. Prost. Prost.